So, wir kommen jetzt zu unserer nächsten Verknüpfung, logische Verknüpfung, ebenfalls zweistellig, mit dem Fachbegriff Implikation. Wenn wir das mal übersetzen wollen, dann heißt das, dass man von der einen Sache auf die andere Sache schließt. Das kennen Sie, ja, also auch aus der gewohnten Sprache, wenn man sagt, A impliziert B. Dann ist es, man denkt auch sehr gerne dann so in der Richtung Ursache und Wirkung. Da müssen wir wirklich aufpassen, denn die Logik, das will ich vielleicht gleich mal voranstellen, die Logik kennt eigentlich keine Kausalität. Nicht so wirklich. Die Logik interessiert sich für Zusammenhänge, die entweder bestehen oder nicht bestehen. Sie fragt nicht danach, ob beispielsweise, ja, da gibt es ja viele Dinge, Henne-Ei-Problem etc., also ob das eine die Ursache des anderen ist. Es geht hier nicht um, im Grunde genommen hier in der Logik nicht um Prozesse, sondern es geht um Zustände. Und trotz allem ist natürlich die Sprechweise oft so, dass man sagt, Sie kennen das mit dem Folgepfeil, ja, da sagt man, aus A folgt B. Jetzt nicht verwirren lassen, natürlich kann das sein, dass A auch die tatsächlich die physikalische Ursache ist für das Eintreten von B, aber das ist hier nicht entscheidend. Und wir wollen jetzt, das ist etwas ungewohnt, uns die Frage stellen, kann man die logische Implikation, das, was hier steht, als zweistellige logische Verknüpfung darstellen, sprich, gibt es dafür eine eindeutig festgelegte Wahrheitstabelle? Die Antwort ist ja, es gibt sie. Und es, allerdings wird es eine Weile brauchen, bis jeder für sich im Einzelnen davon überzeugt ist, dass die Wahrheitstabelle wirklich so sein muss, wie sie gleich kommt. Die überrascht erstmal auf den ersten Blick. Wir halten also fest, gemeint ist mit dieser Implikation, dass man feststellt, immer wenn A eintritt, also das klar machen nochmal, das bedeutet, dass der Wahrheitswert wirklich wahr lautet und nicht falsch. Also wenn A, in dem Moment, wo A wahr wird, es geht nicht ums Zeitliche, aber jedes Mal, wenn A wahr ist, ist garantiert auch B wahr. Das ist also die Garantie, dass ich durch gewissermaßen durch Messung von A mir sicher sein kann, wenn A eintritt, tritt auch B ein. Nicht unbedingt im selben Moment, darum geht es ja nicht, es ist nicht zeitlich gemeint, sondern es gibt eine Kopplung zwischen diesen beiden, eine logische Kopplung. Jetzt ist die Schwierigkeit aber einzusehen, dass wenn A eben nicht zutrifft, dass dann auch B nicht zutreffen muss, aber kann. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Tabelle hier an. Ja? Wir machen das Übliche. Wir schreiben Spalte A, Spalte B. Und da stehen die üblichen Einträge 00, 01, 1, 0, 1, 1. Fangen wir vielleicht mit dem leichtesten Fall an. Das ist die letzte Zeile. Hier steht genau das, was ich vorhin sagte. Wenn A tatsächlich zutrifft, zutreffen heißt jetzt bei mir immer, Wahrheitswert ist wahr. Ne? Also sprich die logische 1. Wenn A, und offensichtlich ist A hier erfüllt, das heißt, es trifft zu, dass dann, wie man hier sieht, auch B zutrifft. Diese beiden Wahrheitswerte passen also zusammen im Sinne der Implikation. Und dann würde man mit gutem Gewissen, wenn man jetzt versucht, eine Wahrheitstabelle aufzustellen, ja, dann würde man sagen, okay, dann ist die Implikation erfüllt. Denn das ist ja genau, was wir erwarten, dass wenn A eintritt, also wenn A erfüllt ist, muss auch B erfüllt sein. Insofern alles okay, da habe ich jetzt auch mal so ein grünes ja, Symbol hingemacht, werde ich aber gleich noch erläutern, dass das dann für diejenigen, die jetzt nicht auf Anhieb überzeugt sind, sich sehr schön anhand dieser Schaltung nochmal nachprüfen lässt. So. Jetzt gehen wir mal aufs andere Extrem, Zeile hier oben. Jetzt stelle ich fest, dass weder A noch B erfüllt ist. Ich habe also die Situation. Ach so, ich muss vielleicht noch was dazu sagen bei so einer Implikation, da gibt es ein paar Fachbegriffe noch dazu. Das, was auf der linken Seite steht, das nennt man Prämisse. Prämisse heißt dann auf Deutsch so viel wie Voraussetzung. Ja, nach dem Motto, die Voraussetzung muss erfüllt sein, dann kann ich den Schluss ziehen. Das Ganze gehört hier in den Bereich des Schließens und Folgerns. Ja? Das ist tatsächlich eine Disziplin für sich, Schließen und Folgern. Und da ist man halt eher prozessorientiert. Wir versuchen das Ganze jetzt anders zu deuten als statische Angelegenheit. Trotzdem, man spricht also hier von Prämisse, Voraussetzung. Und auf der rechten Seite B, das nennt man die Konklusion. Ja, die Konklusion ist also im eigentlichen Sinne die Schlussfolgerung. Aus der Voraussetzung,
wenn sie erfüllt ist, folgt eben die Schlussfolgerung, das Ergebnis gewissermaßen. Der gesamte Ausdruck heißt dann Implikation. Und das muss man also schon ein bisschen auseinanderhalten. Jetzt gehen wir in die Zeile hier. Und jetzt seltsam, wenn jetzt die Prämisse also gar nicht zutrifft und die Konklusion auch nicht, dass ich jetzt sage, dann muss in der Wahrheitstabelle hier die logische 1 stehen. Das heißt, die Implikation ist erfüllt, sogar dann, wenn weder die Prämisse noch die Konklusion zutreffen. Es wird jetzt einiges an Einwänden geben, einfach mal kurz zurückhalten. Noch, jetzt kommt der richtig umstrittene Fall, ist quasi noch schlimmer. Die Prämisse ist wiederum verletzt. Ja, sie tritt also gar nicht ein. Das heißt, die Voraussetzung trifft nicht zu. Und doch ist die Konklusion erfüllt. In diesem Fall muss ebenfalls in der Tabelle logisch 1 stehen. Weil, ich werde es nachher erklären, warum. Ne? Wir müssen das setzen, damit nachher, und zwar auch dann sozusagen im Praxistest, es gerade dann auch gilt, dass aus A folgt B erfüllt ist. Ganz seltsame Geschichte erstmal. Wenn Sie jetzt gerade verwirrt sind, kein Problem. Ich glaube, die dritte Zeile können wir uns auf die dritte und vierte Zeile am besten verständigen. Die vierte war geklärt. Wenn alles stimmt, wie erwartet, A und B treffen zu, dann kann man die Implikation gelten lassen. Dann kann man sagen, ja, die ist erfüllt. Jetzt kommt der Negativfall. Hier rot. Ne? Mit dem Widerspruchspfeil soll Folgendes heißen. Jetzt ist die Prämisse erfüllt, die Voraussetzung also, aber die Konklusion tritt nicht ein. Da kann man eigentlich nur eines sagen. Wenn das so ist und durch Messung festgestellt wird, dann ist damit bereits geklärt, dass die Implikation nicht zutrifft. Ne? Das ist der einzige Fall, wo die Null steht. Denn wenn ich feststelle, dass meine Prämisse erfüllt ist, die Konklusion aber nicht eintritt, dann kann ich nur sagen, okay, dann ist dieser Zusammenhang falsch. Es stimmt nicht. Aus A folgt B ist einfach falsch. Und das ist eigentlich alles, was diese Wahrheitstabelle uns sagen will. Jetzt wollen wir trotzdem diese ersten zwei Zeilen, die sind immer so umstritten beziehungsweise schwer so richtig zu verstehen. Und das wollen wir uns anhand dieser kleinen Schaltung mal klar machen. Ich habe die ein wenig erweitert im Vergleich zu vorhin. Da war es ja die Äquivalenz, die ist ja einfach ein Schalter, eine Lampe. Und normalerweise führe ich das dann auch live mit so einem Lichtschalter vor. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Denken wir uns mal wieder, ja gerne auch so im Raum an der Wand, jetzt aber bitte kein Tastschalter, so wie wir sie in den Hörsälen haben, sondern wirklich einen Kippschalter. Ja, ein Schalter, den ich also in zwei Stellungen bringen kann. Die eine Stellung bedeutet, die Lampe ist aus und wenn ich dann drücke in den anderen Zustand, geht die Lampe an. Und hin und her und immer das Gleiche. So, was ist jetzt das Besondere hier? Das Besondere ist, wir bleiben dabei, dass der Schalter heißt gewissermaßen Zustand, also Aussage A, der Zustand des Schalters wird als A, Aussage A, beschrieben. Der Zustand der Lampe B, eben dann Aussage B. Und jetzt gibt es einen versteckten weiteren Schalter, hier C. Der taucht da gar nicht auf, das soll auch so sein. Der soll aber existieren. Und wie man sieht, ist das eine Parallelschaltung. Diese beiden Schalter sind deshalb parallel geschaltet, damit sie beide für sich alleine in der Lage sind, die Lampe zum Leuchten zu bringen. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt wollen wir mal versuchen, diese vier verschiedenen Fälle zu simulieren. Und zunächst mal müssen wir uns einig sein, wenn man versteht ungefähr, was eine Parallelschaltung macht, dann einfach mal selbst für sich verifizieren, das ist eine funktionierende Schaltung, die mir garantiert, dass wenn ich den Schalter A benutze, auch die Lampe zum Leuchten bringen kann. Und zwar unabhängig vom Schalter C. Also ist das so, der Schalter C kann machen, was er will. Sicher ist, wenn ich den Schalter A schließe, dann fängt die Lampe an zu leuchten. Und das ist alles, was ich hier behaupte. Ich behaupte, dass diese Schaltung die Realisierung ist der logischen Aussage aus A folgt B. Das heißt, im Klartext für einen Elektriker heißt es so, ich habe jetzt da irgendwie sowas hingebaut und habe dafür gesorgt, dass der Schalter funktioniert und die Lampe dann leuchtet, wenn man ihn einschaltet. Also nach dem Motto, man kann die Lampe einschalten, mit Hilfe des Schalters A, Punkt. Das ist alles. So, jetzt schauen wir uns die Zeile 4 an. Das ist vielleicht das, was am naheliegendsten ist. Wie kann ich diesen Betriebsfall herstellen?
Ja, ich muss einfach den Schalter A schließen. Dafür ist dieses Grün, ne, gedacht. Da soll er jetzt geschlossen sein, eben entsprechend dieser Farbe für die Zeile. Was ich weiß, ist, dass in dem Moment die Lampe leuchtet. Also ist der Zustand von B auch 1. Und weil das so ist, ist die logische Implikation erfüllt in diesem Betriebszustand. Das ist also keine Diskussion wert. So, jetzt gehen wir aber in die, jetzt machen wir es von oben runter, erste, zweite, dritte Zeile. Die erste Zeile ist ganz schlicht jetzt zu verstehen. Sie bedeutet, dass ich den Schalter A auch öffnen kann. Nehmen wir mal das Schwarze hier, ne? Der Schalter ist offen, eindeutig. Dass ich dann mich wohl kaum wundern werde, dass auch die Lampe B nicht leuchtet. Nach dem Motto, ich will ja, dass der Schalter funktioniert. Das heißt aber auch, wenn ich ihn öffne, soll die Lampe aus sein. Das ist genau dieser Betriebsfall. Und jetzt ist vielleicht schon ein bisschen klarer, warum man hier die 1 setzen muss, weil man will ja, dass das so ist. Und deswegen ist dann die Implikation trotzdem erfüllt. Heißt nämlich, wenn, Betonung auf wenn ich den Schalter schließe, dann leuchtet die Lampe. Wenn ich es nicht tue, dann bleibt sie aus. Das ist zumindest konsistent, ja? Das ist in Ordnung, soweit. Gut. Das ist kein Widerspruch. Jetzt kommt die umstrittene Zeile 2. Und nur dafür habe ich natürlich diesen Geheimschalter C eingeführt. Wie kann ich das herstellen? Ganz einfach, ich lasse den Schalter A offen. Ich habe es jetzt nochmal in Gelb hier so dargestellt, ja, oder Gold. Ich werde aber jetzt heimlich quasi den Schalter C schließen, hier geschlossen. Der sorgt dafür, dass die Lampe leuchtet, obwohl der Schalter A offen ist. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist aber gemein oder irgendwie, Moment, dann stimmt da irgendwas nicht, falsch gedacht. Fakt ist, nach wie vor habe ich einen zuverlässigen Schalter A, der immer, wenn ich ihn schließe, die Lampe zum Leuchten bringt. Also gilt aus A folgt B. Und nur weil dieser Geheimschalter da ist, der jetzt im Moment selber die Lampe zum Leuchten bringt, heißt es das nicht, dass der Schalter A oder gar die Schaltung defekt ist. Das heißt, ich kann den Schalter A offen haben und trotzdem kann die Lampe leuchten. Hier steht es, 0, 1 und trotzdem gilt aus A folgt B. Nochmal mit der Betonung, wenn ich den Schalter schließe, dann leuchtet die Lampe. Mehr sage ich ja nicht. Ich sage auch nicht, dass umgekehrt aus B dann A folgt. Das ist gerade der Witz. Ja? Wenn das ein Doppelpfeil wäre, dann würde ich ja behaupten, wenn in dem Moment, wo die Lampe leuchtet, muss auch der Schalter geschlossen sein, der Schalter A. Das ist aber nicht der Fall und es weist darauf hin, dass der Schalter A nicht der einzige Schalter hier in dieser Schaltung ist. Das ist eigentlich genau der Clou bei der ganzen Sache. Nochmal, jetzt dritte Zeile, versuchen wir das herzustellen, versuchen wir diesen Zustand herzustellen. Dann müssten wir praktisch A schließen, klar. Der Schalter A muss geschlossen sein. Wir wissen aber, dass dann sofort die Lampe leuchtet. Und damit die Lampe jetzt nicht leuchtet, ja, da kommen jetzt manche auf die tolle Idee, klar, Lampe kaputt machen, aber dann ist auch die ganze Schaltung im Eimer. Das wollen wir nicht. Sondern wir wollen feststellen, egal was wir machen, wir können Schalter A, mit dem müssen wir schließen, ist keine Frage. Ne? Wir können den Schalter C öffnen oder schließen, ganz egal, die Lampe leuchtet sowieso. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, dass B auf 0 sich einstellt. Und weil wir das nicht hinbekommen mit dieser Schaltung, ist auch dieser Betriebsfall einfach nicht möglich. Deswegen ist er auch rot markiert und deswegen steht hier die logische Null. Die sagt nämlich, wenn A aus A folgt B gilt, dann ist dieser Betriebszustand nicht möglich. Das ist nämlich der einzige Widerspruchsfall, ja, wo man quasi die Prämisse ist erfüllt, die Konklusion aber nicht. Dann ist die Implikation verletzt. In allen anderen Fällen ist sie erfüllt. Und ich hoffe, ich konnte Sie da überzeugen, dass das die einzig sinnvolle Wahrheitstabelle für die logische Implikation ist. Und ich kann das Ganze, hoffe ich, jetzt noch ein wenig untermauern, indem ich jetzt einfach mal ein paar Dinge noch mache, wir gemeinsam. Und zwar, wir drehen den Spieß einfach um. Und das hat jetzt mal einfach nichts mehr mit der Schaltung unbedingt direkt zu tun, egal ob jetzt Schalter oder Lampe oder was, rein logisch. Wenn aus A folgt B gilt, dann kann ich sofort nach dieser Überprüfung hier, also diese Einigung auf diese Wahrheitswerte, kann ich auch den Ausdruck aus B folgt A bilden. Einfach mal rein logisch. Und wenn ich das nach dem gleichen Prinzip mache, dann haben wir jetzt alle verstanden, dass bei der logischen Implikation überall die 1 steht, außer in der Widerspruchszeile. Die Widerspruchszeile ist die, bei der die Prämisse erfüllt ist, die Konklusion aber fehlschlägt. So, jetzt muss ich aber, wie gesagt, Spieß umdrehen, heißt, ich muss jetzt B zur Prämisse machen und A zur Konklusion. In gewisser Weise muss ich jetzt einfach die Spalten tauschen, gedanklich. Das heißt, ich suche mir eine Zeile, wo die Prämisse B erfüllt ist, das ist hier und hier, die Konklusion A aber verletzt. Und wie ich sehe, ist das die Zeile.
B trifft zu, A trifft nicht zu. Da muss der Widerspruch sein, jetzt, diesmal. Das heißt, hier kommt die 0 und überall sonst die 1. Das habe ich jetzt erreicht. Ja, einerseits das, dass ich das hier jetzt auf die Art umdrehen konnte und man sieht, es sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Aber jetzt kann ich noch was machen. Ich kann jetzt schlauerweise diese beiden Implikationen verknüpfen. Wir haben ja gesagt, wir können beliebig zusammengesetzte Ausdrücke bilden. Ich mache das und sage, es soll jetzt mal gelten, aus A folgt B und, logisches und, ja, und gleichzeitig zusätzlich noch aus B folgt A. Ich will, dass beides gilt. Wenn ich das zusammenfassen wollte, dann würde ich erkennen, ach, das ist ja eine Äquivalenz. Wenn aus A folgt B und aus B folgt A, Sie kennen es ja, glaube ich, auch bei den Abbildungen, eine eindeutige Abbildung, sowas, ja, dann habe ich einen eindeutigen Zusammenhang zwischen A und B und muss auf die Äquivalenz kommen, die wir schon durchleuchtet haben. Und ich mache das jetzt logisch, indem ich diese beiden Spalten und verknüpfe. Das heißt, nur und genau dann, wenn sie beide auf 1 stehen, kommt hier die 1. Damit baue ich mir quasi die Unverknüpfung von den beiden Spalten, ja, von den beiden Implikationen. Hier steht 1, 1, also 1. Hier unten steht 1, 1, wieder 1. Und in der Mitte steht jeweils nur eine 1, also ist da die Unverknüpfung dieser beiden verletzt. Und hier kommt die 0. Und siehe da, was haben wir hier? Vorhin hatte ich es hingemalt. Das ist genau die Wahrheitstabelle hier, ne, in klein. Genau die Wahrheitstabelle der Äquivalenz. Das heißt, wir haben jetzt nachgeprüft und bestätigt, dass mit dieser und nebenbei gesagt nur mit dieser Festlegung für die Wahrheitstabelle der Implikation und dann der Gegenimplikation in Kombination die korrekte Wahrheitstabelle der Äquivalenz resultiert. Und Äquivalenz heißt ja, wie schon gesagt, unter allen Umständen gleiche Werte. Ne? A und in dem Fall heißt es dann wieder, jetzt müssten Schalter A und Lampe B immer im gleichen Zustand sein. Und das heißt natürlich am Ende, wenn ich das auswerte, heißt es wahrscheinlich, dass der Schalter C jetzt verschwunden ist. Ne? Ist ja wunderbar. Aber es funktioniert halt auch logisch. Und damit gibt es eigentlich nichts mehr einzuwenden, gegen insbesondere gegen diese beiden Einsen hier, und die dann letztlich dann hier und hier landen, dass wir nur dadurch ein konsistentes Bild bekommen. Ja, ich weiß, es dauert auch. Und gerade dann jetzt einmal drüber schlafen und am nächsten Morgen auf einmal wache ich auf und denke schon wieder, was ist das denn? Wieso steht hier die 1? Warum kann ich da nicht genauso gut 0 setzen? Ich habe dann noch, es gibt viele Geschichten zu dem Thema, um das ein wenig ja, auszuschmücken und vielleicht leichter verständlich zu machen. Eine davon ist die mit dem grünen Käse. Die werden manche oder die meisten nicht kennen vielleicht. Ja? Die Aussage formuliere ich jetzt mal. Die lautet, wenn der Mond aus grünem Käse besteht, dann folgt, jetzt können Sie nehmen, was Sie wollen. Sie sind der Kaiser von China oder irgendwas. Also, und das soll einfach verdeutlichen, aus einer falschen Prämisse folgt alles. Das sieht man wunderbar in diesen ersten beiden Zeilen. Wenn die Prämisse falsch ist, dann ist aus logischer Sicht jede Konklusion möglich. Das heißt, was ich dann nehme für B, egal, das kann entweder falsch oder wahr sein. Die Aussage, darum geht es. Die Implikation ist auf jeden Fall korrekt. Ich kann also tatsächlich behaupten, dass wenn der Mond aus grünem Käse besteht, dass dann beispielsweise 5 gleich 7 ist. Es stimmt zwar nicht, dass 5 gleich 7 ist, es stimmt aber auch nicht, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Ich kann, und das ist so in der Logik eben so, dass man sagen kann, wenn man eine falsche Annahme trifft, dann kann man daraus unglaublichen Unfug hervorbringen. Das kennt man ja auch vom Widerspruchsbeweis. Ne? Da stoßen Sie dann auf irgendwas Falsches und dann wissen Sie hinterher, ach so, dann war die Annahme falsch. Jetzt kommt aber noch ein zweites Ding. Und zwar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es ist nicht das Gleiche, was ich jetzt sage. Es ist nämlich, wenn ich jetzt mich nicht auf die Seite der Prämisse begebe und sage, ja, falsche Prämisse, okay, dann kann sein, was will. Also vielleicht will ich das nochmal ganz kurz erklären. Das heißt nämlich, in dem Moment, wo Sie den Schalter hier offen lassen, geben Sie die Lampe gewissermaßen frei. Na, dann geben Sie der Lampe die Freiheit zu leuchten oder nicht zu leuchten. Das ist gemeint so. Gemeint damit. Ja. Jetzt nehmen wir die andere Sicht ein und schauen uns die Lampe an und stellen fest, sie leuchtet. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Wenn die Lampe leuchtet, und das ist der Fall in dieser Zeile und in dieser Zeile, dann kann ich, ohne hier hinzuschauen, kann ich jetzt schon sagen, okay, das bedeutet, der Schalter kann
offen sein, er kann geschlossen sein. Es ist im Grunde egal. Zumindest für die Implikation. Die Implikation besagt ja, wenn man den Schalter schließt, dann leuchtet die Lampe. Wenn jetzt aber die Lampe sowieso leuchtet, dann interessiert mich die Implikation, Entschuldigung, die Prämisse gar nicht mehr. Da brauche ich sie ja nicht mehr. Das ist so auch typisch Logik und heißt im Klartext, Entschuldigung, ich muss anders formulieren, eine wahre Aussage, wie hier, nämlich, dass die Lampe leuchtet, folgt aus allem. Ja? Nehmen wir nochmal diese beiden Behauptungen von mir. Die eine ist, aus einer falschen Prämisse folgt alles, egal was. Und die zweite Aussage ist, eine wahre Behauptung, also sprich eine wahre Aussage, folgt aus allem. Ne? Das heißt, da kann die Prämisse 0 oder 1 sein, es spielt gar keine Rolle. Und das ist jetzt halt, ja, eine Sache, da kann man drüber philosophieren, man kann, sollte auch einfach länger mal drüber nachdenken, dann wird einem das immer klarer. Dass man, da könnten Sie jetzt sowas machen wie, ja, da haben wir es wieder mit unserem Mond aus grünem Käse. Da könnte ich jetzt eine Variation dazu machen, dann hätten Sie auch wieder ein Beispiel für diesen Fall. Nehmen wir es jetzt einfach mal hin, lassen es setzen. Also das muss ich einfach im Kopf einfach mal setzen. Vielleicht immer mal wieder ein wenig drüber nachdenken. Und dann ergänzen wir das noch ganz kurz. Und zwar um diese Betrachtung. Also das haben wir ja benutzt. Ja, da haben wir ja die Unverknüpfung, die ich vorhin erwähnt habe. Durch Vereinigung dieser beiden Spalten sind wir dann Entschuldigung, dieser beiden sind wir zur Äquivalenz gekommen. Das war klar. Aber ich wollte noch ganz kurz die Regelumkehr erwähnen. Die Regelumkehr ist interessant, denn sie stellt tatsächlich erstmal die Frage, kann ich eine Implikation aus A folgt B einfach so umdrehen? Denken Sie sich mal die Querstriche weg. Kann ich also dann sagen, aus B folgt A? Und da müssen wir verstanden haben, das sieht man schon hier, geht nicht. Na, kann ich nicht einfach so machen. Aber jetzt kommt die interessante Erkenntnis ist, wenn man das macht, wenn man Prämisse und Konklusion austauscht und gleichzeitig auf beiden Seiten verneint, dann stimmt es wieder. Das ist der Satz von der Regelumkehr. Und den benutzt man also zum Beispiel auch wirklich im Bereich Expertensysteme, künstliche Intelligenz, könnte man fast sagen, sprich also regelbasierte Systeme, die es ja gibt in großer Zahl. Und zwar, wenn man also aus einem sogenannten vorwärtsgetriebenen Schlussfolgern ein rückwärtsgetriebenes macht. Das ist nach dem Motto, ich habe eine gewisse Erwartung und schaue dann, was für Voraussetzungen ich dafür erfüllen oder eben verletzen muss. Ganz interessant, das kann nämlich zum Beispiel auch den Rechenaufwand deutlich reduzieren, wenn die Anzahl der Ziele sehr gering ist. Da gibt es also ganz viele Anwendungen für. Und die Sache ist eigentlich simpel. Die Sache ist die, dass ich jetzt austausche, A gegen B, und dann aber auch verneine, auf beiden Seiten. Ich könnte es jetzt nochmal an unserem Beispiel machen mit Freitag der 13. Ne? Achso, und das ist ein ganz blödes Beispiel. Aus Freitag folgt der 13. Nein. Nehmen wir ein anderes Alltagsbeispiel, was alle kennen, nämlich. Wenn es regnet, wird es nass. Ja? Dann nehmen wir also für A, es regnet, und für B nehmen wir, es ist nass. Oder es, ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus, nicht zu kompliziert denken. Klar, wenn Regen fällt, dann wird die Straße nass, und es kann aber sein, dass die Straße auch nass ist, ohne dass es regnet. So ist die Idee dahinter. Jetzt, ja, könnte ja sein, dass es Morgentau ist oder was auch immer. Jetzt kommt aber der Clou. Wir drehen jetzt sprachlich diese Regel um, mit Verneinung. Wenn es regnet, wird es nass, ist jetzt aus A folgt B. Ich drehe es um und verneine, lautet jetzt folgendermaßen, wenn es nicht nass ist, dann folgt, es regnet nicht. Das ist tatsächlich äquivalent zu der Aussage, wenn es regnet, wird es nass. Ne? Nur das ist dann äquivalent. Nämlich, wenn es nicht nass ist, weiß ich, es regnet nicht. Das ist nämlich der Punkt. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz, gehe ich mal wieder in die kausale Denkweise. Nehmen wir an, Regen ist die Ursache für Nässe hier. Es gibt aber noch andere Ursachen für Nässe. Und genauso wie hier, es gibt noch andere Schalter als A. Und ich kann jetzt sagen, wenn ich feststelle, dass es nicht nass ist, dann sind alle denkbaren Ursachen für Nässe deaktiviert, also auch Regen. Können wir auch nochmal hier schön nachschauen. Hier würde es jetzt heißen, aus B quer folgt A quer, heißt jetzt, ich schaue mir die Lampe an. Wenn die Lampe aus ist, wenn sie nicht leuchtet, dann weiß ich sofort, der Schalter A muss offen sein. Und das ist eben das Tolle, weil der Schalter A muss offen sein, obwohl es noch andere Schalter gibt. Die müssen nämlich alle offen sein. Die sind alle auf Null. Sonst würde die Lampe leuchten. Also funktioniert es. Das ist eine tolle Sache. Und das kann man jetzt noch einen Punkt weiter treiben, einen Schritt. Und dann kommt man auf einen rein alltagslogischen Ausdruck, der die Implikation tatsächlich äquivalent beschreibt. Der lautet,
A quer oder B. Jetzt hört es dann endgültig auf mit normaler Alltagslogik, denke ich mal. Also vom Gefühl her, dabei ist es jetzt Alltagslogik, Verneinung und oder. Also jetzt würde das also heißen, wenn es regnet, wird es nass, aus A folgt B. Anders formuliert, entweder es regnet nicht oder es ist nass. Wenn Sie das jemand erzählen auf der Straße, dann, ja, dann sagt er auch, okay, geh weiter. Also ist jetzt nicht unbedingt sehr überzeugend im Alltag, aber es ist korrekt. Das heißt nämlich, es zeugt von sehr viel Durchblick. Das heißt nämlich, ja, was heißt das denn? Habe ich es überhaupt richtig gesagt? Ja, ich hoffe. Es regnet nicht oder es ist nass. Nach dem Motto, wenn es nicht regnet, dann bin ich fertig. Denn dann habe ich eine falsche Prämisse in dieser Implikation und kann sich ergeben, das ist ganz schön, nämlich was will. Wie ich vorhin gesagt habe, aus einer falschen Prämisse folgt alles. Also in dem Moment, wo es nicht regnet, weiß ich, okay, ich kann mit dieser Regel eigentlich nichts mehr anfangen. Na, ich kann die Implikation nicht anwenden. Es könnte nass sein, es kann auch nicht nass sein. Dann bin ich fertig. Wenn dieses Nicht-Regnen jetzt fehlschlägt, heißt ja dann, dass es doch regnet, dann kann ich hier hinspringen. Dann kann ich sagen, dann muss es regnen, dann muss es nass sein. Das ist die Idee. Und das ist aber ein Inklusiv-Oder, wobei man ehrlich wieder jetzt feststellen kann, muss ich kurz überlegen, was wäre denn der Inklusivfall? Der wäre, dass A quer erfüllt ist und B erfüllt ist. Das heißt eben, Prämisse ist falsch hier, diese Zeile, Konklusion ist erfüllt und auch dann muss die Implikation gelten. Und man sieht wieder, dass tatsächlich es wichtig ist, hier ein Inklusiv-Oder zu verwenden. Mit einem Exklusiv-Oder hätte ich hier einen Fehler produziert. Müssen Sie selber in Ruhe drüber nachdenken. Ganz kurze Anmerkung, wir machen es hier keineswegs erschöpfend, das Ganze, also nicht erschöpfend im Sinne von vollständig. Es gibt da viele verschiedene Techniken in der Logikverarbeitung, also eher logische Methoden, um zum Beispiel auch Beweise zu führen. Eine davon heißt Absorption. Das ist ein logischer Begriff. Und die meint Folgendes, das ist auch interessant im Zusammenhang, nämlich wenn ich jetzt also so eine Kombination habe und weiß, dass A oder B, eins von beiden mindestens erfüllt sein muss und zusätzlich noch A, dann stelle ich im Nachhinein fest, der Ausdruck ist viel zu kompliziert. Denn wenn A auf jeden Fall mal erfüllt ist und zusätzlich noch eins von diesen beiden, dann reicht es ja schon, wenn A erfüllt ist, na, dann trifft ja bereits das hier zu. Damit kann ich mir B eigentlich schenken. Das heißt, das meint man mit Absorption. Dieser Ausdruck absorbiert sozusagen den Wahrheitswert von B, weil er keine Rolle mehr spielt. Das Interessante ist, das kann man auch umdrehen. Man kann also auch sagen, wenn hier drinnen A und B gilt, außen ein Oder verknüpft mit A, dann weiß, jetzt schaue ich mir das nochmal an und merke, aha, also jetzt muss mindestens A entweder zutreffen oder eins oder die beiden gemeinsam. Und dann merke ich also nach einer Weile, ich kann es auch mit Wahrheitstabelle machen, okay, das heißt ja im Klartext, A muss zutreffen. Wenn A verletzt wäre, ist schon dieses Und verletzt. Und jetzt würde zwar das Oder noch helfen, aber weil ja A hier falsch ist, ist A hier vorne auch falsch und das Oder schlägt fehl. Mit anderen Worten, ich absorbiere sowohl hier als auch da den Wahrheitswert von B. Das ist eine ganz interessante Methode, wirklich von praktischem Nutzen, um dann Logiktherme zu vereinfachen.